Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 3, Mission 3. Wir waren ja jetzt auf unserer zweiten Patrouille unterwegs, haben dort einen gegnerischen Truppentransporter zerlegt und jetzt werden wir erstmal wieder ein bisschen hier auf Deck rumschleichen und gucken, was wir hier noch so für Leute treffen. So, schauen wir mal, gehen wir erstmal in die Mannschaftsquartiere. Wen haben wir denn da? Aha, da ist Rachel. Aber ich will erstmal die Einsatzliste angucken. Wie sieht's denn aus? 5 Stück haben wir erwischt bisher. Ja, das ist doch nicht schlecht. Mal gucken, was Rachel zu erzählen hat. Hey, Colonel. Hey. Pull up a chair. Oh, nice seat. Let me know if I'm out of line here, but the word is there's a TUS pilot flying in on one of the new Excaliburs. Is that true? Oh, Commander, don't tell me everything. I hope it's true. I can't wait to get my hands dirty with one of those pups. You really like your job, don't you? I just hope the TUS pilot's not some priss who won't let me touch his equipment. I gotta give it to you. You really get to the point. Yeah, well, I never really cared much for gray areas. That's why I do what I do. Either an engine part works or it doesn't. Machines don't lie. Not as much as people do, anyway. Should be a little hard on people. They gotta pass inspection, same as anything else. Of course, I got certain hours for that. And do we keep this schedule posted, Gina? Do you? Only for a select few, sir. Okay. Ja, die Rachel, die hat's ja faustdick hinter der Ohren, ne? So, hier ist eigentlich niemand und ich glaube, im Schließfach ist auch nichts Neues. Ich glaube, da tut sich auch nichts. Oder? Ne, okay, das können wir dann auch wegmachen. Das können wir uns sparen. Gut, muss ja nicht sein. Deswegen zurück zum Freizeitraum und zum Aufzug und wir gehen mal auf die Brücke. Okay, hier ist nichts weiter und auch hier ist nichts weiter. Gut, dann gehen wir zurück zur Flugebene und nehmen an der Einsatzbesprechung teil. Schauen wir mal. Ready to get down to business? Yes, sir. Confed has a cargo ship loaded with med supplies that must be escorted to this jump point. Now, unfortunately, news of this shipment somehow leaked out, you will undoubtedly come under karate attack. Good luck, Colonel. Also eine Standard-Eskorten-Mission? Gut. Kriegen wir hin. So, these are the mission objectives. Oh, and one last thing. So, wir haben mit Hobbs und mit Vagabond geflogen. Dann kommt jetzt als nächstes Vaquero. I like you on my wing for this one. Dismissed, and good luck. So, mal gucken, was hat Rachel denn Hübsches für uns? Eine Arrow. Ja, warum auch nicht? Die hatten wir noch nicht. Dann brauchen wir da gar nicht groß weiter zu gucken. Ach nee, Quatsch, Blödsinn mit. So. Sprich dich aus. Kann ich mit... Ah, so, das ist nur der Hauptterminal. Okay, ich dachte, das ist noch jemand, mit dem ich schnacken kann. Okay, gehen wir zu Arrow das erste Mal. A-Wing, müsstest du ja auch noch kennen, nicht wahr? Nun gut. Jo, dann wollen wir doch mal los. Alles klar, wir dürfen starten. So, dann gucken wir doch mal erstmal, wie sieht's aus mit den Kanonen.
Ionen und Laser. Okay, das sind nicht die stärksten. Aber kein Problem. Da ist unser Transporter. Sehr gut. Dann ist hier das Ziel. Und wir wollen auch nochmal Power komplett runterschrauben. Und die Waffen. Naja, so viel gehören wir nun auch wieder nicht. Aber so. So. Ich glaube, das ist eine ganz gute Verteilung. So werden wir das machen. Und los geht's. So, hier sieht das erstmal ganz sauber aus. Los. Und fliegen zum nächsten Wegpunkt. Gatos in sight, sir. Jo, habe ich bemerkt. Zack. Kommunikation, Vaquero. Breaking attack. Andale, lente. Okay, meine Freunde, dann geht's mal los jetzt hier. Boah, Hilfe! Na, wo ist er? Da! Sehr gut. Na, wo ist er da? Okay. Wie sieht's denn aus? What's your status? No problems, Colonel. Sehr schön. Das finde ich gut. Gatos in sight. Alles klar. Noch mehr davon. Break and attack. Andale, lenten. So, das sind alles noch die leichten. Eine Korvette, um die kümmern wir uns noch, aber wir holen uns erstmal den Kollegen da. Eieieiei. Dann jagen wir dem noch mal ein paar Raketen aus der Ferne rüber. Keine Raketen mehr. Eieieiei. Oh, das war ein Treffer. Na? Irgendwie mal. Meine Herren. Ho, 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 ho.
Eieiei. Das ist ja mal... Ei, oh, oh, Hilfe! Sehr schön. Meine Herren, kriegen Sie hier mit ordentlich Leuten zu tun? Break and attack. Andale, listen. Okay. Ja, so bin ich. Turbo-Boost hier. Thanks for the escort, Colonel. Alles klar, die sind wir. Initiating jump sequence. Die sind also jetzt schon mal sicher raus, das ist gut. Mission Objectives accomplished. Aber wir können hier jetzt halt eben auch noch nicht rausjumpen, nicht bevor der Gegner halt eben ausgeschaltet ist. Aber das ist, glaube ich, auch durchaus machbar. Wo bist du denn? Gut. Also Vaquero ist auf jeden Fall ein Pilot, mit dem man rechnen muss. Und das ist auch gut so. Den sollten wir auf jeden Fall uns warm halten. So, Victory. Need clearance, TCS Victory. Well, I guess the Colonel's on a roll. You're clear to bring it on home. Hallo? Gleich gibt's auf den Nuss, mein Freund. Return to base. Negative, sir. Ach ja, nun, stellt euch mal nicht so an. So, anhalten. Und zack. Naja, Rachel wird ein paar Überstunden schieben müssen. Ja, er guckt auch schon so ein bisschen, was ist das denn? Ja, mal gucken, jetzt gibt's bestimmt eine Standpauke. You really smoked him, Colonel. Thanks, Chief. Kein Slick Flying heute? Warum denn nicht? Ich habe die Büchse in einem Stück wieder zurückgebracht. Das mache ich sonst selten. Naja gut, okay, also dann einmal zum Hauptterminal und den Einsatz bei John. La 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 la. Und das war Mission 3. Okay, wunderbar. Zack. Ja, Spiel gespeichert. Super. Sehr schön. So. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche bei Mission Nummer 4.
Ich bin mal gespannt, wann die Storyline nochmal so ein bisschen jetzt wieder in Gang kommt. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz so richtig, wie es war. Das ist schon sehr lange her. Aber ich nehme mal an, der erste große Meilenstein wird auf jeden Fall sein, dass wir diese Excalibur mal in die Finger kriegen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.